Gott. Ich will mein Kaufverhalten-Video machen und wir fangen gleich an mit dem, was ich ausgegeben habe. Weil im September war es ein bisschen übertrieben. Übertrieben sogar. Ausgegeben habe ich 255,71. Und ich weiß, das ist sehr, sehr viel. Das war, weil ich bei Mac war. Ich habe aber beim Müller das gekauft, was ich weiß. TK Maxx natürlich, 60,97 €. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Müller sogar 54,87 €. Ja. DM 46,55 €. Also zusammengerechnet. Ich war so einzeln einkaufen, aber ich habe das dann zusammengerechnet. Deswegen war ich sehr, sehr, sehr drüber. Ich habe wirklich viel zu viel ausgegeben. Das gebe ich ganz und ganz ehrlich und offen zu. Deswegen habe ich mich auch versucht, im Oktober ein bisschen zusammenzureißen. Ich muss mich auch im Oktober und im November jetzt ein bisschen zusammenreißen. Weil das war wirklich viel zu viel. In den anderen Monaten war ich immer nur so 70 €, 40 €, 30, 10, 20, 50, sowas drüber. Aber niemals, so wie jetzt im September, 155,71 €. So weit war es noch nicht. Deswegen, ich weiß, es ist ein ziemlich übertrieben, weil ich glaube, na, alles hätte ich eigentlich nicht gebraucht. So, also zeige ich euch gleich die Sachen, die ich mal noch zusätzlich gekauft habe. Das eine zeige ich euch zuerst, weil ich war ja auch beim Claire's, weil ich irgendwas haben wollte, was ich mir schnell in die Haare tun kann für die Comicmesse und habe dann diese Katzenohren mir gekauft. Ja, die habe ich halt benutzt für die Comicmesse. Wenn ich noch zwei zusätzliche Sachen mir genommen habe, habe ich was gratis bekommen. Und die hatten endlich wieder diese Haarmaske, die ich so gern mochte. Das war diese von Motin de Jeunesse, diese Kokosmaske. Und die mochte ich ja urgern, nur habe ich sie lange nicht mehr gesehen. Wirklich lange nicht mehr. Und deswegen habe ich mir gleich zwei mitgenommen. Ich glaube, das waren noch die zwei einzigen, was ich gesehen habe. Dann habe ich noch beim DM mir zusätzlich die beiden Dinger hier gekauft. Da war die Lin mit dabei. Und zwar, eines habe ich ja von dem schon aufgebraucht. Das habt ihr im Aufgebraucht-Video gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass das ein Fußbad ist. Ich habe es als Badezusatz zwecksentfremdet, aber das hat es auch gemacht und ich werde es auch wieder als Badezusatz verwenden. Es riecht nämlich urgut, also ich mag den Duft von dem total gern. Und dann habe ich jetzt, das ist ein Schaumbad, Lemon Love. Ihr wisst ja, ich liebe ja Zitronendüfte, außer sie riechen nach WC. Aber da bin ich gespannt, da steht nämlich Zitronenduft drauf und das ist so ein Schaumbad. Ich hatte nur einmal die Schaumbäder, wo es so, da hatten die urschöne Verpackungen von Alverde und ich habe schon lange nichts mehr von Alverde gekauft, deswegen bin ich gespannt, wie das ist. Dann war ich auch beim Biber und wer mir auf Instagram folgt, hat das sicher gesehen. Ich habe ja gesehen, dass die mein Trockenshampoo noch haben und dann habe ich noch zwei andere Sachen gesehen, die ich unbedingt haben wollte, weil sie so interessant waren. Also an dem konnte ich ja riechen und ich glaube, viele kennen diese Marke. Ich glaube, die heißt La Petite Marcelier, spricht man das aus? Egal, auf jeden Fall das hier ist es. Und zwar ist das mit Mandeln, so viel ich mitbekommen habe. Und es riecht sowas von gut. Ich wollte schon immer ein Duschgel von denen haben. Es gibt drei verschiedene Duftrichtungen beim Biber. Und mir hat aber nur die gefallen. Und die riecht so geil. Das ist so richtig mein Duft nur. Richtig süß, nach Mandel. Richtig meins. Ja. Eigentlich hätte ich mir ja kein Duschgel kaufen sollen, aber was soll's. Und weil ich einen Ersatz suche für mein Yves Rocher Peeling, ist mir das in den Augen gesprungen. Also, wie heißt das? Cooper? Keine Ahnung. Seht selber. Die Verpackung ist jetzt nicht die schönste, sage ich ganz ehrlich. Mir gefällt sie auch nicht. Aber der Duft, oh mein Gott. Das riecht wie so ein Schokokuchen oder so. Also richtig gut. Schokokuchen, oh ja, wie Brownies. Das riecht irgendwie wie Marzipan-Brownies. Und ich liebe den Duft. Ich habe es bis jetzt nur einmal verwendet, ich habe es auch aufgemacht, weil ich eben wissen wollte, wie das riecht. Deswegen habe ich es aufgemacht und habe das, was am Deckel war, also auf dieser Metallfolie, habe ich benutzt. Und das war ja schon geil. Das peelt richtig gut. Also für das eine Mal, für den ersten Eindruck, es peelt gut, es riecht voll gut. Und ich bin wirklich gespannt, wie es ist, wenn ich es im längeren Benutzen verwende. Natürlich ist es jetzt nicht die schönste Verpackung. Da steht auch Sheanuss.
Ich kann die Schrift nicht mal lesen. Macadamiaöle kann ich lesen. Was ist das? Haranus? Karanus? Keine Ahnung. Ich kann das nicht lesen, oder? Aber es ist echt interessant. Die Marke habe ich schon öfter gesehen. Ziaia? Spricht man so aus? Ich weiß es nicht, aber es riecht voll geil. Und die Marke, glaube ich, gibt es nur im D. Nicht im DM. Oh ja, im DM, glaube ich, auch DM und Biber? Oder? Ich weiß nicht, ich habe sie mindestens immer nur im Biber gesehen. Und ja, die Verpackung ist wirklich nicht die schönste, aber es geht ja nicht ums Verpackungsding, sondern eher, wie es riecht und wie es wirkt. Und da muss ich sagen, es ist wirklich nicht schlecht. Wo ich halt noch gerne eins haben wollen würde, aber da will ich jetzt mal die beiden jetzt aufbrauchen, ist von The Body Shop. Ich glaube, da werde ich mir auch eins leisten. Ich weiß nur noch nicht, wann. Weil ich habe eigentlich vor, nicht mehr so viel zu kaufen, aber was soll's. Ja, das waren jetzt die paar Dinge, die ich noch zusätzlich mir gekauft habe, die ich natürlich aufgeschrieben habe. Und ja. Ja, also ich habe natürlich wieder übertrieben. Sophie braucht kein Mensch, ich weiß es. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ihr müsst es mir nicht sagen, ich weiß es selber, aber... Aber, ich bin ganz stolz auf die Sachen, die ich mitgenommen habe. Zum Beispiel das finde ich super, vom Duft her. Die Haarmaske kenne ich ja sowieso. Das bin ich endlich happy, dass ich das auch mal habe. Weil viele haben das immer herzeigt und, oh, das gibt es nur in Paris und ich kaufe mir das immer. Ha, jetzt habe ich es auch. Und das riecht so gut. Es riecht wirklich so gut. Also ich mag nur das bis jetzt. Ein anderes habe ich ja noch nicht wirklich... Ich habe vor kurzem wieder an einem gerochen, an einem weißen. Und das war komischerweise gut. Aber ich habe es mir nicht mitgenommen. Ich war brav. Ich habe es mir nicht mitgenommen. Ich will zuerst einmal das aufbrauchen und dann noch ein paar andere. Und dann mal gucken, ob ich mir davon noch eins kaufe. Aber Duschgel sollte ich mir eigentlich nicht kaufen, wer meine Sammlung gesehen hat. Ja. Ich weiß, das war jetzt wieder ein kurzes Video. Ein sehr, sehr kurzes Video. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall im Oktober und November nicht so viel auszugeben. Ich brauche ja noch ein Halloween-Kostüm und... Im Dezember ist wieder eine Comic-Messe und ich will diesmal ein Kostüm haben und ich weiß noch immer nicht welches. Deswegen will ich ein bisschen da eher mein Geld ausgeben als in Beauty-Ding. Was schwer wird, wenn ich in ein Tiki-Max reingehe. Aber wir werden sehen, ob ich es schaffe. Und ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch böse wart in dem Monat, September. Ich hoffe es nicht. Aber ich war wirklich böse. Für das, was ich aufgebraucht habe, habe ich mir wieder zu viel nachgekauft, habe ich das Gefühl. Aber... Sei es dahingestellt, man kann es eh nicht ändern. Ja, mir fällt auch nicht mehr ein, was ich euch noch sagen soll. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es wieder so kurz ist. Meine Kaufverhalten-Videos werden in letzter Zeit immer so kurz. Ihr könnt es mir ja noch dazu schreiben, ob ihr irgendeine Kategorie wisst, die ich da noch hinzufügen kann, damit das Video ein bisschen länger wird. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin schockiert über die Menge, die ich ausgegeben habe. Bis dann!